Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Mein Name ist Glabuja und hier, wir stehen hier mit unserem Prachtkleid, ja. So muss das sein. Die Kiste hatten wir gelootet. Da hinten, das haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen wollen. Ich habe was vorhin erst weggerendert und jetzt bin ich gerade überlegen, was wir machen wollten. Wir wollten da oben in die Stadt, ne? Genau. Aber ist es jetzt schlau, diese ganzen Dinger hier zu machen? Das wären 2, 4, 5, 6 Fragezeichen, dann würden wir in die Stadt gehen. Das hier haben wir irgendwie ja nicht grau gekriegt. Also so durchsichtig, keine Ahnung. Ich bin der Meinung, wir reiten jetzt mal dahin und gucken, was das für welche sind. Und dann entscheiden wir den Rest. Wir haben ja eh viele Reparaturkits. Los, los. Da könnten wir ruhig uns mal um die weiteren Fragezeichen kümmern. Außerdem müssen wir ja noch ein paar Levels machen. Ja. Ich glaube, wir sind aber jetzt mit dem Level schon gut vorangekommen. Was ja vorher wirklich so ein... Oha, das war das Level 11, Alter. Da werden die aber jetzt wirklich ein bisschen schwer. Naja, Level 4. Ach du Scheiße, das ist ja... gib mir Gedanken. Gib mir mein kleines... Wir boxen die einfach weg hier. Könntest du bitte dein Schwert ziehen, Geralt? Danke. So, wollen wir mal anfangen, die hier gerade auseinander zu schnippeln hier. Was sagst du meinem Epischild? Hier, ping. Ja, Wolgel. Erstmal die Arme durchgeschnitten hier, die kleinen Pissers. So, das war alles, oder was? Ups. Aber da unten sehe ich noch welche. Und die hauen wir auch noch gerade was aufs Maul. Hier bin ich. Jetzt die da. Jetzt wechseln. Jawohl. Oh, da haben wir die Bauern sogar wieder geholt. Sehr nice. Umso mehr, ich weiß ja nicht, was das wirklich alles später für einen Einfluss wirklich auf uns hat. Weil wir ja jetzt wirklich sehr viele Viertel wieder... Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate warten? Boah, das wäre aber echt schon ekelig, ey. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden... Ich ja. werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Dankeschön. Bin ich dir sehr dankbar, du. Oh, aua. Was denn? Stell dich nicht so an, bist Mädchen? Hä? Was habt ihr denn? Habt ihr jetzt voll einen am Ärmel? Hallo, ich mach nichts. Ich werde nichts machen. Alter, ihr spinnt doch. Jetzt kommen die anderen auch noch. Wir müssen weglaufen erstmal. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Warum sollen wir uns jetzt mit denen prügeln? Da verstehe ich den Sinn jetzt überhaupt gerade gar nicht. Okay, hier oben haben wir gleich das nächste Fragezeichen. Dann machen wir halt diese jetzt hier auch noch. Könntest du da... Warum zieht unser Geralt eigentlich nicht das Schwert? Was war das jetzt für eine Kreatur?
kleiner Schlüssel. Okay, für was? Für die Truhe da? Hier ist noch was. Neue Quest Pech. Okay. Na, dafür haben wir den Schlüssel. 24 Kronen, Leiden, großes Amulett, noch eins und Axtkampfhandschuhe. Okay. Das war's. Ich glaube schon, ne? Dann können wir uns hier mal ein bisschen was zu fressen rein, zu essen reinziehen. Na komm hier, eine Bottle Beer. Oh, die sind sogar besser, ne? Sehen ein bisschen scheiße aus, aber erfüllen ihren Zweck. Was ist denn jetzt los? Achso, ich habe ein Bier getrunken. Mir geht's gerade ein bisschen schwimmerig von einem Bier. Also Geralt. So, das und das haben wir. Jetzt müssen wir den da noch machen. So, und das sind nur 115 Schritte. Da können wir auch gerade wieder hinlaufen. Aber irgendwas stimmt gerade hier mit den Schwertern und so, glaube ich nicht. Ne? Kann das sein? Wir sind immer noch ein bisschen besoffen. Okay, gib her. Geht das wohl? Ich mal gleich mal ausprobieren. Okay, haben wir. Na komm schon. Okay, es sind nur Wölfe. Total unwichtig. Okay, gucken wir uns das hier an. Eine Armbrust wieder, eine blaue, sehr schön. Ein Relikt. Und ein verbesserter Sattel. Gut, aber wir haben ja schon Meistersattel oder sowas. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, dass der Ton mega laut wieder ist hier vom Spiel. Gut, ich möchte mir aber gerade mal den Sattel angucken. Vielleicht ist er ja doch schlechter wie unser. 25 Ausdauer. Ne, wir haben 35, das weiß ich schon. Aber das Ding sieht ja wohl mal mega geil aus, oder? Wenn ich da drei Steine reinmache... Was haben wir denn für Zeichen? Wartet mal. Plus 2 Angriffskraft. Okay. Chance auf Blutung ist auch für Schwert. Also ich würde sagen, wir machen das. Okay, ich müsste das anziehen. Ich möchte einmal gucken, wie das ist, Leute. Wir machen mal den. Da rein, ja. Dann würde ich sagen, Chance auf Blutung ist ja auch cool. Rüstungsdurchbohren, 20 wäre auch nicht schlecht. Adrenalin gewinnen, weiß ich nicht. Chance auf Vergiftung und Queen. Ich würde sagen, wir nehmen dann auf Rüstungsdurchbohren. So. Und jetzt müssten wir das mit diesem hier vergleichen. Ich finde das eigentlich... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das schlechter ist. Echt nicht. Das sieht auch nice aus, ne? Das Stahlschwert. Das funkelt so. Wartet mal, ich hole das nochmal raus. Das sieht schon sehr nice aus. Wir nehmen das mal. Ist ja für Menschen. So, dann gucken wir mal, was wir noch hier für ein Fragezeichen haben. Die ging ja jetzt ziemlich schnell mal. Okay, das ist jetzt echt mal ein kleiner, etwas weiterer Weg. Dafür können wir mal unsere Klötze holen. Und reiten dann da mal hin. Los, lauf!
Vielleicht ist das Schwert nicht unbedingt besser, aber ich will das einfach mal beobachten. Gerade weil das auch. Ach lol, das Schwert guckt da hinten voll raus. Guckt euch das mal an. Ja. Schlitzt uns die ganze Zeit vor den Rücken auf. Weiter so, Plätze. Plätze hat schon richtig Löcher im Sattel. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ein Ghoulnest? Ach da. Zerstören. Oh. Sehr schön. Wieder ein Ring. Aber hier liegt auch noch was. Rossiges Schwert. Gehen hier mal gucken. Irgendwas wurde ja hier umgeschmissen. Seht ihr das? Leder. Okay, leere Flasche. Oh, ich sitze voll falsch vom Mikro. Oh, wenn jetzt der Sound voll im Arsch ist, ey, dann tut's mir mega leid. Baumwolle, Silberschnur. Okay. Was ich jetzt auf jeden Fall jetzt mal gerade gucken möchte, ist das mit den Ringen. Weil irgendwie ist das ja komisch. Weil zum Beispiel dieses... So Leute, weiter geht's hier. Ich hatte ja mal wieder das altbekannte Problem, dass das Spiel abstürzt. Ich muss jetzt wirklich mich da wirklich mal drum kümmern. Jetzt ist es zwei oder dreimal hintereinander abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Absolut nicht. Das macht einfach Puff, Ende, Schuss, Mickey Maus. Ich kriege nicht mal eine Fehlermeldung oder geschweige irgendwas anderes. Ja. Ich weiß, es ist blöd zum Zuschauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das Problem nicht wirklich bald unter Kontrolle kriege, werde ich es nicht mehr let's playen. Einfach, weil es nicht schön zum Ansehen ist. Ständig diese Cuts da drinne und dies und jenes ist... Ja, gut, ich kann da ja nicht zu, ja. An meiner Hardware kann es nicht liegen. Ich glaube, es gibt nicht viele Prozentzahlen, die wirklich so eine Hardware haben, die ich drinne habe. Und ja, daher ist es eigentlich von meiner Hardware her, kann es nicht falsch sein. Und ja, keine Ahnung, ich habe ja in keinem anderen Spiel mehr Probleme, außer hier bei The Witcher. Ja, daher, wenn es nicht sich bald nicht bessert oder nochmal ein Patch kommt, dann werde ich es wirklich lassen. Achso, ich habe vergessen zu sagen, ich bin beigegangen und habe noch die Armbrust hinzugefügt. Alles ist gleich, nur diese alte Armbrust hat 112 Angriffskraft und nein. Jetzt habe ich es nämlich vorhin falsch gemacht, ich wollte vorhin schon mal aufnehmen. Die Armbrust, die wir jetzt da sehen, ist die alte Armbrust. Das sind 110 Angriffskraft und die neue hat 112. Ne? Also zwei Angriffskraft mehr in Prozentzahl. Ich glaube, die ganze Prozentzahl ist damit gemeint, dass das allgemein ist, also dass wir das allgemein da zubekommen. Hm. Was ist jetzt hier passiert? Das gerade gesehen? Ich habe die gerade getötet, indem ich einfach nur über die weggelaufen bin. Und noch mal eine neue Armbrust. Schauen wir uns natürlich mal an. Ach, die können wir gar nicht tragen, oder was? Dann bin ich Stufe 14, okay? Ja, aber das war ja wohl mal gerade ein Megabug, oder? Guck mal, wetten, die hauen uns, wenn die uns sehen. Hey, reden. Nö. Also wir konnten jetzt gerade das hier alles einnehmen, ohne uns den Finger schmutzig zu machen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Na gut. Gut, dann haben wir das auch erledigt, das Problem. Dann würde ich sagen, geht's ab in die Stadt. Ne? Dann jetzt ab dahin. Und wir machen, ja. Doch, wir machen uns jetzt auf den Heimweg in die Stadt. So. Beweg dich. Boah, dann machen wir uns da mal hin und hin. Hin, hin, hin. Ah. So. Hier hält uns keiner auf. Okay. Irgendwie bekommen wir jetzt auch mal wieder nicht Punkte auf der Karte angezeigt. Greifen die uns an?
Nein, also wir sind hier komplett friedlich anscheinend. Sind wir denn jetzt richtig? Oh, das scheint schon. Nicht so schnell, Plätze. So. Wird wohl schon alles okay sein, Leute. Jetzt zeige ich da uns auch wieder das Navi was an. Lang lebe, etc. etc. Finde ich schon sehr geil, ja? Lang lebe, etc. etc. Lang lebe Radovid. Oh. Ja, sicher. Sind wir jetzt noch richtig? Hallo? Warum gehen wir hier nicht rein? Wo schickt er uns hin? Die Karte. Zurück. Och, Mann. Oha, plötzlich ist doch auf. Halt die Schnauze. Jetzt box ich dich um. Wo müssen wir denn lang? Noch so ein kleines Stück weiter. Na ja. Geh mir aus dem Weg. Du wirst ersticken. An 3 Pfund. Redanien, habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Wieder unter deinem Stein. Durchgang. Lang lebe, etc. etc. Du bist zum Spein. Halt! Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Ich habe einen Passierschein. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel. Das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Du kannst passieren. Danke. Wir machen jetzt hier volle Pulle. Yippie, wir sind drin. Was gibt's hier? Gar nichts. Schade, schade, schade. Jetzt gucken wir uns doch hier mal um. Sieht schon ziemlich nice hier aus, oder? Auch im Dunkeln. Komm, wir meditieren mal und gucken uns das hier mal bei Tag an. So. 9 Uhr, also Morgenstunde. Morgenstunde hat Gold im Mund, ja? Und wir meditieren da einfach so auf der Brücke. Wow. Ich liebe es, tagsüber zu spielen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn es an mir gehen würde, würde ich immer die Nacht überspringen. Hey, fass dich bloß nicht an. Ja, die Schnauze, du riechst nach Magie. Toll hier, oder? So idyllisch. Kaum zu glauben, dass Nike mit Hexerei zu tun hatte. Das ist nette alte Großmütterchen. Hat sie eine schwarze Katze? Oh ja. Getrocknete Kräuter? Massenhaft. Haben die Hexenjäger ein sichelförmiges Geburtsmal an ihr gefunden? Haben sie. Schick. Endlos rollt sie an die See. Und endlos wird der Wind. Ich finde auch die Häuser ziemlich geil designt. Oh, hier ist eine Kneipe. Nein, gehen wir jetzt nicht rein. Na, Gavin, reiß dich jetzt zusammen. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Was? Eine Titte. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Hey, Süßer. Komm, ich mach dir Feuer an, dann geht's dir gut, ja? So. Boah, darf ich den boxen? So. Lang lebe, etc. etc. Gut, hier, Quest annehmen, tun wir mal gleich. Ich möchte jetzt erstmal wissen, wo die Tochter ist. Und dann können wir uns hier mal mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Halt die Schnauze, Mann. Ihr regt mich auf hier mit euren... Scheiße. Scheiße, sag mal, davon geht die Bildung in den Arsch. So. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist?
Warte kurz. Ich hol sie sofort. Das glaube ich nicht. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich mach mal so. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Du hast recht. Dein Vater ist ein Schwein. Schön, dass wir einer Meinung sind. Aber warum hilfst du ihm dann? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Warum hatte er deine Mutter eine Fehlgeburt? Was ist mit deiner Mutter passiert? Wir fragen mal wegen der Fehlgeburt. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Ein Hexer? Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab.
Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Hm. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Ich würde ihnen gerne was aufs Maul hauen. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Unsere Handschuhe sind ganz schön hässlich. Ja gut, jetzt könnten wir wieder zurück. Oh, wir sind Stufe 10. Sehr nice. Mal gucken, ob es irgendwas Tolles gibt bei Stufe 10. Gibt es ja meistens in den solchen Spielen. Müssen wir mal gucken. Was wir natürlich noch gar nicht geskillt haben, ist hier die Alchemie, ne? Wir können ja zum Beispiel erhöht die Überdosis Schnellwerte von Tränken um 5%, Wirkungsdauer des Trankes plus 5%. Aber ich sehe da absolut überhaupt noch gar keinen Sinn drin, das zu skillen. Ich würde gerne... Wann kriegen wir sowas denn hier eigentlich? Erforderliche investierte Punkte 8. Okay. Das ist eine Menge. Ja, wir gehen wieder auf schneller Angriff diesmal. So wird der auf jeden Fall eine ganze Ecke stärker. Ja, das ist dann schon gar nicht so schlecht. So, ja Leute, Stufe 10, nichts großartig. Etc. Jetzt wird's aber langweilig. Zum Speien nach diesem Gelage in der Taverne. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Guckt euch dieses mega geiles Schiff an. Absolut geil. Die Segel könnten sich mal bewegen. Weißt ne? du, was man über deinesgleichen sagt? Willst du Gerechtigkeit, heuere einen Hexer an. Segel bewegen sich echt nicht. Finde ich etwas schade. Gut, ich sage dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei The Witcher 3. Mein Name ist Kabul. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und sorry für die ganzen Cuts immer. Ich hab halt irgendwo ein Problem hier in dem Spiel. Aber wow, keine Ahnung, weiß ich. Kann ich euch wirklich absolut nicht sagen. So, bis morgen, euer Glabur. Ciao, Ilowi, bis denne.